Pater Gabriele am Mord. In der Nacht des 4. Juni haben sie einen Exorzismus durchgeführt. Das war kein Exorzismus. Die Mehrheit der Fälle erfordert keinen Exorzismus. 98% werden von ihm an Ärzte und Psychiater verwiesen. Die anderen 2% nenne ich das Böse. Wir haben weitere Fragen an Sie, Pater Amort. Wenn Sie ein Problem mit mir haben, sprechen Sie mit meinem Boss, dem Papst. Es gibt einen Fall, den du dir ansehen musst. Bring mir den Priester. Ich bin hier, um zu helfen, Julia. Falscher Priester! Sei vorsichtig, dort sind Geheimnisse begraben. Das Siegel des Vatikans. Die Kirche hat diesen Dämon schon früher bekämpft. Der Vatikan hat es vertuscht. Wir müssen rausfinden, warum. Du wurdest getäuscht und hast den Köder geschluckt. Was immer du tust, tust du nur, weil Gott es erlaubt. Hat er das erlaubt? Stell dir vor, was passieren könnte, wenn der Teufel Besitz von der Seele des päpstlichen Exorzisten ergreift. Wer wird dich verteidigen? Mein Glaube muss nicht verteidigt werden. So, bitte. Wie kannst du überhaupt bei dem Ganzen nicht einschlafen? Wovor hast du Angst? Da sehe ich nichts. Okay, Monster-Check beendet. Die Dunkelheit, um sich zu verstecken. Das ist wie mit diesen gruseligen Monstern, von denen man denkt, dass sie unterm Bett sind. Es ist nicht echt. Ding, das irgendwann ihre Kinder holt, wenn sie mal nicht aufpassen. Du glaubst mir. Oder nicht? Willkommen zu Hause! Ich weiß, es ist nicht so schön, wie ich gehofft hatte. Aber ich werde eine Vanilleduftkerze anzünden und dann wird es im Handumdrehen gemütlich. Bist du dir sicher? Weg hier. Diese Villa ist völlig durchgeknallt. Und sie braucht jede Hilfe, die sie kriegen kann. Willst du ein Held sein? Ich passe. $2,000.
Wie ist die Adresse? I'm gonna move into a house without a window, so I won't see you walking by. Leute! Walking by. Helft ihr mir mal! With your new love. Dieses Haus spielt einem gern Streiche. In my house without a window. In my house without a window. Ach du meine Güte. Seht ihr das auch? Ja, ich sehe. Seid vorsichtig. Hinter jeder Ecke lauert der Tod. Vielleicht tauchen noch andere, stärkere Mächte auf. Nicht solange wir hier sind. Was willst denn du dagegen tun? Ernsthaft? Ja. Die sind doch schon tot. Sie sind dann noch toter. Okay. In my house will I win. Du bist der erste Mensch, den ich hierher bringe. Ich denke nicht, dass wir sie finden. Pooh, Ferkel, Ia, sie alle waren jahrelang meine Freunde und sie sind da draußen. Wieso tut ihr das? Wir waren doch Freunde. Wieso? Ich wäre nie gegangen, ich schwöre, ich schwöre. Entschuldigen Sie die Störung. Alles okay? Ich halte das nicht aus. Ich muss aus einer toxischen Beziehung raus. Erzähl uns doch erstmal, warum du zu uns kommst. Mein Boss ist anders. Du wirst ihn nicht mehr los. Genau. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme, Meister! Und du hast das Gefühl, er kann dich mit einem Fingerschnips töten. Er muss nicht immer schnipsen. Okay. Aha, kommt einem bekannt vor. Ja, was? Renfield, bring mir unschuldige Opfer. Ich will eine Handvoll Nonnen, eine Busladung Cheerleader. Und ich will einfach wieder ein normales Leben. Aber die moderne Welt ist sehr gefährlich. Nein, 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 nein. Vielen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet. Habe ich Sie gerade mit einem dekorativen Servierteller einem die Arme abschlagen sehen? Ist eine Frage der Technik. Lassen Sie mich erklären. Mein Boss hat mir diese Macht verliehen. Dafür kümmere ich mich um ihn, betreue ihn, bringe ihm Essen. Sie bringen ihm Menschen zu essen? Das heißt, Sie sind der Pizza-Service des Bösen. Und wenn du dich nicht mehr auf seine Bedürfnisse fokussierst, was passiert dann? Dann entfaltet sich seine volle Macht nicht. Richtig, seine volle Macht entfaltet sich nicht. Wow, was ist das denn für eine krasse Formulierung? Aber ja. Hi, kommen Sie zu unserem Treffen? Ja, kommen Sie ruhig rein. Nein! Manche nennen mich den Finsteren, andere den Herrn des Todes. Doch für die meisten bin ich Dracula. Okay, offenbar haben wir es hier mit etwas mehr als nur Narzissmus zu tun. Lass uns essen! Was ist los, Schwesterherz? Ich hatte einen wunderschönen Traum. Es war ein perfekter Tag. Und ich dachte nur daran, wie unbedingt ich euch aufschlitzen wollte, um in eure Körper zu kriechen.
damit wir eine glückliche Familie bleiben können. When I was just a little girl, I asked my mother. Was ist das, Danny? Hab ich gefunden. What will I be? What she said to me. Jetzt mach auf. Du siehst nicht so gut aus, Mom. Ich will nur eine Umarmung und einen Kuss von dir, dann wird alles wieder gut. Bringe uns hier raus. Ich versprech's. Du wirst mal eine gute Mom, Tante Beth. Oh ja? Ja, du kannst gut Kinder anlügen. Mom? Mami ist jetzt bei den Maden. Habt ihr zwei Lust, mit den Toten zu reden? Nein. Wenn außer uns noch jemand hier ist, dann offenbare dich. Laura? Möchtest du mir erzählen, was passiert ist? Wir haben eine Seance abgehalten. Und seit jenem Tag folgt mich etwas. Glauben Sie an die Hölle? Ich bin nicht gläubig. Aber ich schon. Der Teufel weiß, dass er uns verführen kann. Habt ihr kein eigenes Klo? Er wird alles tun, was möglich ist, um sich unserer Schwächen zu bedienen. Ich würde gern morgen mit dir reden, um meinen Verdacht zu bestätigen. Welchen Verdacht? Ich fürchte ehrlich gesagt, dass Ihre Tochter von einem Dämon besessen ist. Wie viele Exorzismen werden nötig sein? 13 dürfen wir auf keinen Fall überschreiten. Sag mir deinen Namen! Wo ist sie? Du willst mich hier allein lassen? Keine Sorge, ich bin bald zurück. Sie sind hier. Vater, Süße? Wo steckst du? Wie kommen Sie hier rein? Sie haben hier nichts zu suchen. Bleiben Sie stehen! Was hat er plötzlich? 32 Sekunden. Wer sind Sie? Ich bin Louis. Und gesund. Ich bin mit meiner Frau hier. Hey, Mimi. Ihre Frau ist infiziert. Würdest du Tata aufgeben, wenn sie krank wäre? Wann hatte ich ihren Namen erwähnt? Wo ist sie? Ich helfe dir, aber zuerst musst du mir helfen. Wohin jetzt? Auf die andere Seite. Hey, Brenda, hier ist Wes. Ich rufe nur wieder an, weil ich deine Stimme hören wollte. Ich liebe dich so sehr. Ich
Wissen Sie, manche Dinge scheinen kaputt zu sein. Aber eigentlich heißt das, dass man aufgehört hat, es zu versuchen. Alles in Ordnung bei dir, mein Freund? Ich quatsche eigentlich nicht so gern auf dem Klo. Bist du gar nicht neugierig zu erfahren, was ich zu sagen habe? Ich stehe einfach nicht auf Unterhaltung mit irgendwelchen Typen, die sich in Toilettenkabinen verstecken. Es wird niemand kommen, um dir zu helfen, mein Freund. Ist da irgendwer? Du bist also ein Gott, der auf einer Rastplatztoilette in der Klokabine lebt, die einen Glory Hole hat. Ich bin er. Ich bin dieser Gott. Das Universum bittet dich um einen Gefallen. Ich brauche dich, um meine physische Gestalt zu befriedigen. Es gibt nur einen Teil von dir, der das tun kann. Ich werde das nicht tun. Es ist mir völlig egal, wie viele Menschen es retten könnte. Die totale Auslöschung allen Lebens im Universum? Ich kann nicht zulassen, dass uns jemand hindert, das zu tun. Ich hatte ein paar echt beschissene Tage und will einfach nur nach Hause. Nur ein Traum. Was hast du getan, Wes? Deine Gefühle zerreißen dich innerlich. Rein und unverfälscht. Das ist es, was ich von dir brauche. Ich wünschte, ich wäre die 40 Meilen bis zum nächsten Rastplatz gefahren. Das hätte auch nicht geholfen. Wieso? Lebt auf dem etwa ein Troll? Bitte begeben Sie sich umgehend nach Lone Palm Beach. Das Grab Ihrer Mutter wurde geschändet. Das ist ein Notfall. Ich muss so schnell wie möglich zum Friedhof. Bitte. Sie wollte nie zurück hierher. Sie wollte hier nicht begraben werden. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Insel ist ziemlich klein, wissen Sie? Ich werde Ihnen ein guter Freund sein. Können wir bitte von hier verschwinden? Ja. Meine Güte. Sind wir von da gekommen? Nein, nein, was ist hier los? Bist du nicht nochmal abgebogen? Dann dreh um, wir müssen hier weg. Wir kamen aber nicht aus der Richtung. Pass auf! Sie sagte, die Menschen auf dieser Insel hätten einen Pakt mit dem Teufel. Seeungeheuer, Dämonen und der Teufel? Wieso hast du mir das nicht früher erzählt? Sie hätten nie zurückkommen dürfen. Hier regiert das Böse. Kann mich jemand hören? Ich brauche Hilfe. Keine Angst, Liebes. Er wartet schon. Sie ist ziemlich schön. Die Insel. Deiner Mom gehört. Geht's dir wieder gut? Wir sind noch dabei, herauszufinden, was passiert ist. Ist alles in Ordnung bei dir? Mom? Hat sie das schon mal gemacht? Schon sehr lange nicht mehr. Hey! Mom, sag mir, was mit dir los ist. Ich kann es dir nicht sagen. Noch nicht. Bist du wach? Was ist los? Es gibt da etwas, das ich dir erzählen muss. Es ist nicht deine Mutter da oben. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir deine Mutter nicht zurückbekommen. Und sie werden versuchen, dich mitzunehmen. Tanz mit mir, Char. Nein, Mom, hör auf damit. Char. Mom, hör auf damit. Char. Mom, hör auf, Mom. Char. Wie geht es ihr? Thank you.
von Männern gejagt, die mir den Kopf abschlagen wollten. Ich hatte 28 Feindkontakte auf meinen letzten 3 Einsätzen. Aber nichts davon hat mich nur halb so sehr erschreckt wie das, was in diesem Bunker war. Natürlich denkt man, dass sie Monster sind, aber es sind bloß Menschen. Das ist nicht menschlich. Dieser Bunker ist auf keinem Satellitenbild. Ich kann sie gern dahin bringen. Die Sicherheit meiner Männer hat oberste Priorität. Hör auf mit dem Scheiß, Kumpel. Man down! Da kommen sie. Über wie viele sprechen wir? Da unten ist eine ganze Armee. Töten Sie alles, was schreit. Mach dich bereit, du Scheißmutant! Bitte einmal lächeln für die Kamera! Wir können uns auch einen Horrorfilm bei mir angucken. Ich will was super Gruseliges oder ich bin raus. Was echt super Gruseliges? Wie eine Nacht allein hier drin? Ein Pop-up Halloween-Laden in einer gruseligen Gegend? Obercool. Booyah! Letzte Aufforderung. Du Rassama! Ein Geist, der ruhelos herumirrt. Vielleicht ist er hier gestorben. Wer denkt uns doch? Am Samstag machen wir was, klar? Wir drei. Am besten Feiertag des Jahres. So wie immer. Bo, der Laden ist zu und wir sind drin. Du meinst, der Laden ist abgeschlossen und wir sind gefangen. War die vorher schon da? Stelle die richtige Frage, dann bekommst du die richtige Antwort. Ist Alec Windsor heute Nacht hier? Was will er denn? Oh mein Gott, was passiert hier? Eine Stunde am Jahrestag ihres Todes. Können Sie Dinge besetzen? Das endet heute. Da. Er geht nicht ans Telefon. Er ist bei seinen Freunden. Es geht ihm gut. Ich drehe durch. Den Geist durch ein Opfer setzt frei. Curse death! Deine Freundin? Thank you.